Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Jahresprognose 2023 und der letzte große Schicksalsplanet, der letzte große Langsamläufer, mit dem wir uns noch nicht beschäftigt haben. Wir haben uns mit Jupiter beschäftigt, wir haben uns mit Pluto beschäftigt. Bei Neptun ist es noch nicht so spannend, weil der bleibt in Fische stehen. Aber jetzt beschäftigen wir uns mit Saturn, der vom Wassermann ins Fischezeichen wechselt, und zwar im Anfang März. Und zwar ganz genau am 7. März wandelt eben oder wechselt der Saturn sein Zeichen Saturn. Dass wir das noch einmal ein bisschen nachvollziehen können, die Struktur, die Regeln, das Gesetz, also die Klarheit auch, die Nüchternheit, ja, auch so ein bisschen so diese Reduktion aufs Wesentliche. Also Saturn ist so eine positive strenge Einkehr. Eine befreundete Astrologin sagt immer, das ist der Du-Du-Finger, also der Mahner, ja, der Ermahner am Sternenhimmel. Und der wechselt jetzt ins Fischezeichen. Und was ist Fischezeichen? Fischezeichen kannst du deuten als dein Innerstes, deine Psyche natürlich auch, ja, aber auch so das, was in dir wirkt, deine innere Wirklichkeit. Das bezeugt so dieses Fischezeichen. Ist natürlich auch so diese Loslösung vom Konkreten, denn ein Gefühl muss nicht unbedingt etwas mit der Realität zu tun haben. Und wenn Saturn in die Fische wechselt, da am 7. März, und Saturn bleibt ja Pi mal Daumen so 2 Jahre in dem Zeichen drinnen, das heißt, da geht es ganz stark um dein Inneres, um die innere Struktur, um deine Psyche. Im Positiven kann man sagen, bring Klarheit rein in dein Inneres, bring eine Nüchternheit, bring eine Struktur rein. Im eher Negativen kann es sein, dass natürlich viele psychische Probleme auftauchen werden. Also es kann sein, dass natürlich jetzt nach diesen ganzen Krisen und diesem ganzen Druck die psychische Belastung von vielen einfach noch mehr wird, der Druck noch größer wird und viele einfach dann mit Ängsten konfrontiert werden, mit ein bisschen ausweglosen Gefühlen. Was das noch untermauert ist, dass der Saturn mit einem Semisextil zu Pluto in dieses Fischezeichen wechselt. Das heißt, der Pluto ist ja an der Schwelle zum Wassermann, da habe ich schon drüber gesprochen. Und Saturn wechselt eben in das Fischezeichen und wir haben da ein Semisextil, das jetzt auch ausdrücken kann, dass da viele Leute noch etwas feststecken. Also feststecken in ihren Meinungen, in ihren Gefühlen, dass da Gefühle festgefroren sind und dass die auch zu einem Problem werden können. Allerdings kann man auch unter dem Fische-Aspekt da die Heilung reinbringen, also die Heilung in die Psyche, die Klarheit, die Nüchternheit in die Psyche. Und das würde für mich schon mal ausdrücken, also dass wir so ins Innere geworfen sind. Ich habe ja auch gesagt, bei Pluto im Wassermann, da geht es auch stark um deine Visionen und eben auch die Klarheit, also auch diese Eigenermächtigung über die eigenen Bilder, über die eigenen Visionen. Und wir haben jetzt noch einmal Saturn so auf in den Fischen, was eben so die Psyche ausdrückt. Das kann natürlich auch im ganz Negativen noch einmal die Not sein, also die Not in der Psyche. Also wenn du da Probleme hast, ist es eine gute Zeit, dir auch Hilfe und Unterstützung zu suchen, damit du keinen Leidensdruck hast und damit dieser Leidensdruck auch möglichst gelöst wird. Im Äußeren kann es auch heißen, wenn man sagt, Saturn ist das Gesetz und Fisch ist die Auflösung, dass wir mit neuen Grenzen, mit neuen Regeln konfrontiert werden, mit Auflösungen von Grenzen. Und da ist dann auch wieder die Frage, wie wirkt sich das generell aus? Also wir haben auch diese Tendenz, Auflösung von Grenzen kann diese Konstellation auch bedeuten und wird uns auch die nächsten 2 Jahre noch beschäftigen. Also Saturn in Fische ist jetzt nicht unbedingt so, dass sich der Saturn da wahnsinnig wohlfühlt, sagen wir mal so. Oder dass die zwei Prinzipien, die Auflösung, das Alleins mit einer persönlichen Grenze so gut zusammenpasst. Aber wenn du es schaffst, da eine innere Struktur zu finden, eine innere Klarheit zu finden, loszulassen aus deiner Wirklichkeit, was jetzt nicht mehr zu dir gehört, dann ist das, denke ich, eine sehr, sehr spannende und sehr befruchtende Zeit.
wenn du in dieser Zeit mit Ängsten, auch mit Ängsten von Übernatürlichen her konfrontiert wirst, dann kann das auch noch einmal angefacht werden durch eben Saturn in Fische. Auch mit so Ahnenthemen, dass man das Gefühl hat, man trägt da vielleicht was aus dem Familiensystem auch noch mit. Also das ist auch eine gute Zeit für so Familientherapien, für eine Familienaufstellung zum Beispiel. Energetisch auch mal reinzuschauen, Vaterthemen, Mutterthemen vielleicht mal zu lösen oder auch noch weiter bis zu den Großeltern zu gehen. Auch dafür ist diese Zeit dann ab März sehr gut geeignet, würde ich sagen. Wichtig ist allerdings jetzt bei Saturn immer, lass die Kirche im Dorf. Das heißt, bleib klar, bleib möglichst klar. Wenn eine Angst, wenn etwas zu groß wird, dann schau, dass du dich runterholst, dass du dich entspannen kannst. Und denk auch immer dran, es ist grundsätzlich alles nur Energie, auch wenn du jetzt Angst vor etwas hast oder gewisse Phänomene bei dir auftauchen sollten, wo du glaubst, na, das ist jetzt womöglich ein Spuk oder ein Geist, es ist grundsätzlich nur Energie und man kann mit jeder Energie etwas machen, man kann das auch lösen. Ja, also es gibt immer eine Lösung für Energien, also da bitte auch ganz, ganz cool bleiben. Und ja, also es ist wie gesagt die Zeit, sich, wenn du psychische Themen hast, such dir psychische Unterstützung, such dir da Hilfe, such dir da einen Heilungsweg, such dir Lösungsmöglichkeiten, Inspirationen. Das kann genauso über YouTube sein, das kann über ein Buch sein, das kann über eine Therapiesitzung sein, das kann über gute Gespräche mit Freunden sein. Also das ist, denke ich, da eine gute Zeit dafür. Auf jeden Fall ändert sich so, du merkst schon, durch diese ganzen Verschiebungen, also es ändert sich da schon eine gewisse Zeitqualität rein. Also wir haben Pluto kurz im Wassermann, wir haben dann den Saturn, der jetzt durch den Wassermann gegangen ist, 2 Jahre und jetzt dann in den Fischen ist. Das heißt, da haben wir schon durchaus Änderungen drin. Und wir haben noch den Neptun auch in den Fischen und das ist ja eher ein gemütlicher Fahrer, also der braucht ja da ziemlich lange. Und Neptun in Fischen, da ist er natürlich in seinem eigenen Zeichen. Da geht es auch noch einmal ganz tief um so Heilungserfahrungen, um spirituelle Erfahrungen. Es kann allerdings auch bedeuten, also auf der einen Seite, dass du medial da auch klar sein kannst mit Neptun in Fischen. Auf der anderen Seite natürlich auch, dass du das Gefühl hast, du kannst in dir selber nicht wirklich zur Ruhe finden, du kannst dich selber nicht wirklich greifen, du entziehst dich dir selber, dass du sagst, was ist denn jetzt mein Sinn, was ist denn da jetzt mein Innerstes, was ist denn meine Wirklichkeit, dass das ein bisschen vernebelt ist. Und wenn du so dieses Gefühl hast, okay, du kannst dich selber nicht greifen, dann ist dieser Übergang von Saturn in die Fische ein gutes Zeichen, weil das bringt dir mehr Klarheit und mehr Struktur und reduziert dich dann auch wieder auf das Wesentliche. Das wären so die wichtigsten Planeten. Also schau dir gerne nochmal die anderen Videos an, also über Jupiter, beziehungsweise dann im Stier, über den Pluto, der ja in den Wassermann wandelt und jetzt dann auch haben wir das letzte, den Saturn in die Fische. Ja, das wäre mal so ein Jahresüberblick über Tendenzen von den Schicksalsplaneten, den Langsamläufern im Jahr 2023. Wenn du Fragen dazu hast oder wenn dich irgendetwas interessiert, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn du deine individuelle Jahresvorschau haben möchtest, wie wird dein Jahr 2023, der Aktionspreis 25 Euro gilt noch. Ich brauche dann nur deine Daten, also die Geburtszeit, Geburtsort, Geburtsdatum, um das Horoskop zu ermitteln. Und dann kann ich deine persönliche Jahresanalyse oder auch deine persönlichen Lebensthemen ausarbeiten. Schick mir einfach eine E-Mail, wenn du da Interesse hast. Wie gesagt, beide Analysen je zum Sonderpreis von 25 Euro. Da hast du es nochmal zum Nachlesen und kannst individuell sagen, wie wirkt denn etwas auf mich? Denn das sind jetzt die mondanen Tendenzen gewesen. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ich wünsche dir ein gutes, erfolgreiches, gesundes und glückliches 2023. Dass du das Beste aus diesen ganzen Konstellationen für dich rausholen kannst und dass du sagen kannst, 2023 dann im Übergang zu 24 war ein richtig cooles, geiles Jahr. Alles Gute aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal.